heute zeige ich euch kurz, wie man ein bisschen in der Bridge arbeitet, Adobe Bridge, und zwar geht es hier ein bisschen um die Bildauswahl. Und zwar, ich habe hier einige RAW-Dateien, ich habe ein paar Fotorequisiten abfotografiert, und es ist doch meistens so beim Shooting, dass man mehrere Fotos hat, oft vom gleichen Motiv. Dann geht es einfach darum, hier eine Auswahl zu treffen. Jetzt zeige ich euch ein paar Tastenkombinationen dazu, die das deutlich vereinfachen. Und zwar mit der, wenn ich einzelne Fotos auswähle, so wie hier, und mit der Leertaste öffnet sich eine Vorschau. Mit der Plus-Taste kann ich hier reinzoomen. Berechnung dauert etwas. Mit der Leertaste kann ich das Ganze wieder schließen. Wenn ich mir wirklich zwei Fotos nebeneinander ansehen möchte, oft geht es hier wirklich um eine Entscheidung, wie der Blick gerade passt, oder es haben sich eventuell Kameraeinstellungen geändert, kann ich mit der Tastenkombination STRG B diese zwei Fotos nebeneinander auf den Bildschirm legen. Es funktioniert auch mit drei Bildern noch ganz gut, mit vier Bildern ebenfalls. Mit Escape komme ich wieder raus. Bei mehreren Bildern habe ich hier allerdings ja so ein Roulette, darf ich es mal. Ist es schon wieder etwas schwieriger, diese Bilder nebeneinander zu legen. Also, mit Leertaste Vorschaubild öffnen, mit Plus-Taste reinzoomen, Minus-Taste wieder rauszoomen, nochmal Leertaste schließt die Vorschau, mehrere Bilder auswählen, STRG B, und ich sehe diese Bilder nebeneinander, optimal bei zwei Fotos, und ich sehe diese nebeneinander und kann mir direkt eins aussuchen. Wenn mir jetzt ein Foto besonders gut gefällt, so wie das hier zum Beispiel, kann ich mit gedrückter STRG-Taste und den Zahlen 1 bis 5 eine Sternebewertung geben. 1 für 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 für 4 Sterne, 5 Sterne. Ja? Mit STRG 0 sind die Sterne dann wieder weg. Also ich vergebe hier zum Beispiel jetzt da 3 Sterne für dieses Bild. Mit der Leertaste schließe ich es wieder. Und ich habe dann hier unten, links unten in der Bridge und in den Bewertungen, sehe ich dann auch, welche Fotos ich mit wie vielen Sternen bewertet habe. Hier zum Beispiel alle Fotos mit 3 Sterne, hier alle Fotos mit 3 Sterne, alle Fotos mit keiner Bewertung, oder, wenn die Häkchen wieder weg sind, alle Fotos, die sich in diesem Ordner befinden. In diesem Sinne, bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal.